Der rote Kussmund, das Markenzeichen der Kreuzfahrtflotte. Der Riese der Reederei, die AIDA Prima, cruist durch die Nordsee bis zum Ärmelkanal. Selbst raue See macht dem Kapitän keine großen Sorgen. Es kann natürlich immer mal sein, dass auch das Wetter das Anlaufen eines Hafens nicht erlaubt. Die Sicherheit geht da natürlich immer vor. Bei ruhigen Wellen ist das Anlegen im Hafen reine Routine. Mit Hilfe von erfahrenen Lotsen lenkt der Kapitän das 300 Meter lange Schiff in die richtige Position. Sobald es aber stürmisch wird, kann es auch ungemütlich werden. Wir haben hier verschiedene Sicherheitsmaßnahmen am Seitgate. Falls der Lotse über Bord geht oder einer von meinen Leuten, ich kann dann sofort den Ring hinterherwerfen. Davon bekommen die Passagiere an Bord meist nichts mit. Sie wollen ihre Woche Urlaub an Bord des schwimmenden Giganten unbeschwert genießen. Oktoberfeststimmung inklusive. Die Crew ist ständig im Einsatz, um die Gäste bei Laune zu halten. Andere Menschen sitzen um der Zeit in die Kirche. Geht's euch gut? Wahnsinn! Party macht hungrig und gutes Essen spielt an Bord eine große Rolle. Chefkoch Michael Kästner behält den Überblick. Erik! Ja, die Kartoffeln waren leider nicht zu Ende gekocht für den deutschen Geschmack. Das heißt, sie waren noch zu hart und deswegen müssen sie nochmal in den Ofen, dass sie dann zu Ende gekocht werden. Ein besonderes Highlight, Starkoch Tim Melzer ist mit an Bord. Was es nachher zu essen gibt, habe ich keine Ahnung von. Ich werde es zwar zubereiten mit Hilfe von vielen motivierten Gästen. Nach dem Schlemmen geht der Spaß weiter. Wer möchte, kann die Kalorien im Showtheater wieder runtertanzen. Hamburger Hafen, Terminal Steinwerder. Von hier startet die AIDA Prima jeden Samstag zu ihrer einwöchigen Kreuzfahrt. Durch die Nordsee bis zum Ärmelkanal und wieder zurück. Sie ist eines der größten Schiffe auf dem europäischen Markt. 3200 Gäste steigen zu. Lastkräne hieven rund 100.000 Kilo Gepäck aufs Schiff. In wenigen Stunden ist alles an Bord. Eine logistische Meisterleistung. Doch bevor die Gäste in ihre Zimmer kommen, prüft Hausdame Claudia Thiel, ob alles tipptopp in Ordnung ist. Stichprobenartig checkt sie einzelne Kabinen. Ihrem geschulten Blick entgeht einfach nichts. Fussel und Flecken haben keine Chance, denn sie verwendet einen kleinen Trick. Am besten sieht man immer ohne Licht. Aber man sieht dann einfach die meisten Ecken besser. Wie eine Detektivin leuchtet die Hausdame mit einer Taschenlampe in jeden Winkel und gibt erst dann grünes Licht, wenn das Zimmer makellos ist. So, Deck 6, da sind wir. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. General Manager Konstantin Burkemper begrüßt die Neuankömmlinge. Er ist der Ansprechpartner für die Belange der Gäste an Bord. Hallo, schönen Nachmittag. Na, die Wurst lecker? Ja. Sehr gut, dann haben Sie noch einen schönen Nachmittag. Ebenso, tschüss. Danke. Hallo, moin. Darf ich das abnehmen? Ups. Zack, bitte. Noch vor dem Ablegen des Kreuzfahrtschiffes muss jeder Passagier an einer Seenotrettungsübung teilnehmen. Begeben Sie sich zu Ihrem Sammelplatz. Den Buchstaben für Ihren Sammelplatz finden Sie auf der Innenseite Ihrer Kabinentür. Fotografieren ist streng verboten. Man will verhindern, dass im Internet lustige Selfies mit Rettungswesten den Eindruck erwecken, die Übung sei nur ein großer Spaß. 18 Uhr. Die AIDA legt ab. Ein Spektakel mit Gänsehautfaktor. Die meisten Gäste sind an Deck gekommen, um das live zu erleben. Die Vorfreude ist spürbar. Eine Woche Kreuzfahrtfeeling liegt vor ihnen. Jetzt genießen sie die Abendstimmung im Hamburger Hafen. Ein unvergessliches Erlebnis, ob von Bord oder von der Hafenkante aus betrachtet. Auf der Brücke behält Kapitän Becker den Überblick. Er war schon beim Bau der AIDA Prima in der japanischen Werft in Nagasaki dabei und freut sich jetzt darauf, seine Gäste und Besatzung sicher durch die Nordsee zu fahren.
Die Kreuzfahrt führt von Hamburg aus nach Southampton. Von dort nach Le Havre. Dann nach Seebrügge und schließlich über Rotterdam wieder zurück nach Hamburg. Unterwegs kommt eine völlig neue Technologie zum Einsatz, die sich unter dem Schiffsrumpf befindet. Das sogenannte Mitsubishi Air Lubrication System, kurz MALS genannt. Unter dem Rumpf wird großflächig Luft ausgestoßen. Diese legt sich wie ein Schmierfilm an den Rumpf an und reduziert dadurch den Strömungswiderstand. Damit gleitet das Schiff wie auf einem Teppich aus Luftbläschen. Der Treibstoffverbrauch wird um etwa 7% reduziert. Treibstoff der ganz anderen Art gibt es im bordeigenen Brauhaus. Reichlich Bier und Entertainment-Manager Stefan Hartmann sorgen für Stimmung. Hier wird rund ums Jahr Oktoberfest gefeiert. Schon am frühen Nachmittag des ersten Seetages ist jeder Platz besetzt und das Bier aus eigener Brauerei fließt in Strömen. Dass der Gerstensaft aus aufbereitetem Salzwasser hergestellt wird, ahnt wohl keiner. Braumeister Andreas Prien erklärt, wie es geht. So, der erste Schritt ist, dass wir Wasser jetzt vorlegen, damit wir das nachher mit dem Schrot zusammenbringen können. Und das vermischen wir dann. Und das altdeutsche Wort für mischen heißt maischen. Das heißt, wir fangen jetzt an zu maischen. So, jetzt bringen wir das Schrot mit dem Wasser zusammen. Das heißt, wir vermischen alles. Also, wir maischen jetzt ein, ist der Fachbegriff. Also mit einem Produktionsgang können wir ungefähr 1700 bis 1800 Liter herstellen. Nur ein Deck höher zur selben Zeit das komplette Kontrastprogramm. Sonnenschein statt Scheinwerferlicht, Meeresrauschen statt Blasmusik. Unter dem Kuppeldach des Beachclubs herrschen sogar tropische Temperaturen. Ein Hauch von Karibik, mitten auf der Nordsee. Heiß her geht es auch einige Decks tiefer in der Bordwäscherei. Wir sind jetzt hier vor dem Towel-Shoot, wo die Wäsche vorsortiert einmal schon oben auf den Decks runterkommt. Im Anschluss hier auf das Förderband gelegt wird oder rübergepackt wird und dann einmal zu dem Tunnelwascher nach vorne kommt, wo es dann nochmal separiert wird. Hier sind wir sozusagen beim zweiten Step des Tunnelwaschers. Hier wird dann sozusagen die Wäsche 50 Kilo jeweils in diese verschiedenen Compartments gepackt, damit sie dann später im Anschluss weiter in die einzelnen Waschtrommeln und in die Waschvorgänge gegeben werden kann. An Wechseltagen fallen hier 10.000 Tonnen Handtücher, Betttücher und Decken an. Wer wünscht sich zu Hause nicht ein automatisches Bügelsystem? Bei uns gibt es das tatsächlich. Wir hängen hier einmal auf die Haken ein Hemd, was noch nicht gebügelt ist. Es geht dann einmal in diesen Kreislauf rein und kommt dann hier fertig gebügelt raus. Einiges passiert natürlich auch noch bei uns an Bord mit Hand. Hier sind einmal Spannbetttücher. Diese werden von unseren Laundry-Mitarbeitern jetzt momentan gerade per Hand zusammengelegt. Ich wünschte, ich könnte das auch so schnell zu Hause machen, aber das kann selbst ich leider nicht. Der erste Tag auf See. Das Meer schlägt Wellen. Einige Passagiere kämpfen mit der Seekrankheit. Andere lenken sich ab. Im Kletterpark, 40 Meter über dem Meeresspiegel. Nach dem Motto, wenn schon wackeln, dann richtig. Vor allem die Kids haben hier Spaß. Springen.
Natürlich gibt es auf der AIDA Prima auch eine Krankenhausstation. Dr. Claudia Benkowitsch ist stolz auf die hohe Anzahl an Patientenzimmern und deren technische Ausstattung. Wir haben viel mehr Räume, wir haben viel mehr Behandlungsplätze, wir haben ein Intensivzimmer, wir haben ein Isolationszimmer, wir haben ein 8-Bettzimmer, ein 3-Bettzimmer und ein 2-Bettzimmer. Wir sind insgesamt 2 Ärzte und 4 Schwestern, wobei 3 Krankenschwestern und eine Arzthelferin im Team sind. Erster Stopp. Ankunft in der britischen Hafenstadt Southampton. Kapitän Becker auf der Brücke ist voll damit beschäftigt, das Schiff rückwärts einzuparken. Seine Sicherheitsoffiziere auf den Manöverstationen geben die Abstände durch und sagen ihm, ob alles klar geht. Um sicher im Hafen festmachen zu können, wird zuerst die sogenannte Healing Line an Land geworfen. Das ist eine kurze Wurfleine, an der dann die große Festmacherleine befestigt wird. Während die Passagiere zu den Ausgängen drängen, um ihre gebuchten Ausflüge nicht zu verpassen, nutzen die Besatzungsmitglieder an Bord die Hafentage für Sicherheitstrainings, um im Notfall das Schiff schnellstens evakuieren zu können. Die Bordsprache unter den Crewmitgliedern ist Englisch. Stefan Hartmann erklärt seiner Mannschaft, was im Notfall zu tun ist. Immerhin könnte es ja Passagiere geben, die sich nicht selbst retten können. Dann sind wir das Team, das sie sicher zu den Rettungsstationen geleiten muss. Dies hier ist die Station Nummer 1. Alles um uns herum ist Station Nummer 4. Ich möchte nun von euch wissen, wo ist die Station Nummer 2? Okay, wir gehen nicht hinein. Wir werden sie uns nur anschauen. Zeit für das sogenannte Pickup in der Großküche. Hier wird rund um die Uhr gearbeitet, in mehreren Schichten. Auf Kreuzfahrten sind die Mahlzeiten ein wichtiger Programmpunkt für die Gäste. 90% aller Lebensmittel und Zutaten kommen aus Deutschland. Das letzte Wort hat Chefkoch Michael Kästner. Er übernimmt den angenehmen, aber auch anstrengenden Teil der Arbeit, das Vorkosten. So, dann haben wir heute die Schollenröllchen, wir haben den Blattspinat mit Zwiebeln. Mal gucken, ob er auch kräftig genug ist. Leidige Thema Kartoffeln, dass die weich genug sind. Erik, same problem, ne? Same problem with the potatoes, please. Speak with Lasse in the oven for maybe 10 minutes and then the backup, please, will be checked. Ja, die Kartoffeln waren leider nicht zu Ende gekocht für den deutschen Geschmack. Das heißt, sie waren noch zu hart und deswegen müssen sie nochmal in den Ofen, dass sie dann zu Ende gekocht werden. Und die Vortester-Karawane zieht weiter ins thailändische Restaurant East. Das rote Thai Curry. Oh ja, das ist schön. Oh, spicy. Dann die Rippchen süß-sauer. Lassen wir mal kurz hier ran. Schön ausgarniert. Nur noch ein kleines Stückchen abkriegen hier. Nicht immer so einfach ist. Zart sind sie auch. Das nächste Ziel ist das beliebteste Restaurant an Bord, das Marktrestaurant. Durch Versorgungsgänge ziehen Kästner und sein Team zügig weiter. Es gibt noch viel zu kosten. Abend. Jetzt sind wir im Marktrestaurant. Das Pickup hat natürlich auch unten schon stattgefunden. Die Gerichte stehen in der Line und auch hier wieder die Probe aufs Exempel, dass alles so ist, wie es sein soll. A little bit more salt. Ja?
especially when the guys, when you guys cook the pasta in the night, then put more salt in the water. I'd like to put more salt. Yeah. Okay. Und hier sind die Kartoffeln. Das sind so richtig. Wunderbar. Hier geht es hauptsächlich darum, dass die Sachen entsprechend gewürzt sind, nicht versalzen sind und zu Ende, also den richtigen Gradpunkt haben. Und ganz so sensibel wie bei einer Weinverkostung ist es hier nicht. 5 Buffet-Restaurants, 3 Spezialitäten-Restaurants und 3 à la carte-Restaurants sowie 3 Snackbars. Auf dieser Kreuzfahrt muss niemand hungern. Die Passagiere sind meist anspruchsvoll. Eine kulinarische Enttäuschung will hier keiner erleben. Nach dem Schlemmen steht Entertainment auf dem Programm. Eine 3 Meter große LED-Kugel schwebt im Showtheater über den Tänzern und Zuschauern. Entertainment-Technik-Manager Martin Zniewa zieht die Strippen im Backstage-Bereich. Alles klar, dann bitte einfach mal fahren, ne? Hier auf AIDA Prima haben wir den großen Vorteil, im Theatrium ein richtiges Bühnenhaus zu haben. Das heißt, wir haben gesamt die doppelte Höhe, wie die lichte Höhe der Bühne ist. Was uns den Vorteil bringt, dass wir Kulissen und Requisiten, Scheinwerfer an Laststangen nach oben ins Dach wegfahren können. Unser Main 1, von uns Main 1 genannt, fährt jetzt nach unten in die Unterbühne. Die Unterbühne befindet sich ein Deck tiefer wie die Bühne, ungefähr 6 Meter unterhalb. Aufwendige Technik und Effekte sollen die Zuschauer beeindrucken und in eine andere Welt versetzen. Während der Show fliegen 7 Tänzer gleichzeitig durch die Luft. Die Rundbühne hat einen versenkbaren Mittelteil, über den Requisiten und Darsteller von unten nach oben fahren können. Höhepunkt dieser Show ist eine tonnenschwere, mit Wasser gefüllte Schale, in der sich 2 Artisten räkeln. Rückblende. Die AIDA Prima ist eines der neuen Kreuzfahrtschiffe der Flotte. Sie wurde auf der Mitsubishi-Werft in Nagasaki gebaut. Die japanischen Arbeiter nehmen voller Stolz Abschied von ihrem Arbeitsplatz. Ziel des neuen Traumschiffes ist der Hamburger Hafen, wo es 6 Wochen später getauft werden soll. Was hier im Zeitraffer in wenigen Sekunden zu sehen ist, dauerte in Wirklichkeit 3 Jahre. Die Geburt einer neuen Schiffsgeneration, die Hyperion-Klasse. Sie verbraucht weniger Kraftstoff bei gleicher Leistung. Mit 300 Metern Länge ist die AIDA Prima doppelt so lang wie der Berliner Reichstag. Beide Kuppeln liegen ungefähr auf gleicher Höhe. Mit an Bord sind die komplette Besatzung und ca. 1000 Arbeiter aus Japan und anderen Nationen. Passagiere dürfen nicht mitfahren. Während der Überführungsfahrt muss der komplette Ausbau des Schiffes fertiggestellt werden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Vor allen Dingen die Montage des Kletterparks stellt die Ingenieure und Handwerker vor ganz spezielle Herausforderungen. Die Fahrt führt durch den Suezkanal zum Mittelmeer. Bis nach Hamburg sind es 11.500 Seemeilen, umgerechnet 21.300 Kilometer. Unterwegs wird an ausgewählten Häfen der Frachtraum beladen. Der Raumgehalt des Ozeanriesen beträgt 375.000 Kubikmeter. Unter Deck werden die großen Shows geprobt und in der Küche sämtliche Menüs gekocht und getestet. Die 1647 Kabinen an Bord entstanden in Fertigbauweise an Land und wurden bereits in der Werft in das Schiff eingefügt. Auch die Inneneinrichtung war bei der Abfahrt in Nagasaki schon fertig.
Die meisten Kabinen verfügen über eine Veranda oder einen Balkon. Und in Hamburg wartet bereits Till Schweigers Tochter Emma auf ihren Taufeinsatz. Schönes Schiff, ich taufe dich auf den Namen Aida Prima. Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Zurück an Bord. Der nächste Hafen, Le Havre. Für neue Kreuzfahrtschiffe gibt es eine Garantiezeit. 2 Jahre lang darf die Reederei auf Kosten der Japaner baubedingte Mängel selbst beseitigen oder sogar Arbeiter aus Nagasaki einfliegen lassen. Die Gangway der Aida Prima hat am Anfang große Probleme gemacht. Sie ließ sich entweder nur schwer oder überhaupt nicht ausfahren. Mehrmals musste sie in den ersten Monaten zunächst repariert, später dann komplett ausgetauscht werden. Auch in Le Havre läuft nicht alles rund und die Passagiere können erst mit Verspätung von Bord gehen. Die Reederei hat Familien mit kleinen Kindern als Zielgruppe entdeckt. Unter den 3200 Passagieren sind in den Ferienmonaten bis zu 1500 Kinder an Bord. Sie werden im Kids Club und im Mini Club betreut, während ihre Eltern Ausflüge machen und sich einfach mal entspannen wollen. Zur gleichen Zeit findet auf der Brücke das tägliche Briefing für die Offiziere statt. Kapitän Becker erklärt seiner Mannschaft, was zu tun ist. Okay, the inner breakwater we will pass with about 6 knots. Then we will go to azimuth mode, puts the pots face to face. Okay, as you know, failures can be done, or mistakes can be done by everybody, including me. So we are a team. If there is something, if you think something is wrong, raise your voice. And yeah, a successful departure. Thank you very much. Bevor ein Schiff aus dem Hafen ausläuft, gibt der Kapitän das Kommando Leinen los. Auf der Pier lösen Arbeiter die Festmacherleinen, die dann auf dem sogenannten Mooring Deck mit Hilfe großer Seilwinden zunächst eingefahren und dann gesichert werden. Bei Windstille verläuft dieses Manöver sehr einfach. Man löst die Leinen und fährt los. Mit zunehmendem Wind kann das Ablegen jedoch problematisch werden, besonders bei Seitenwind. Während draußen gearbeitet wird, können die Passagiere sich an Bord entspannen. Zum Beispiel im Spa-Bereich. Er ist fast so groß wie ein Fußballfeld. Hier findet jeder ein ruhiges Plätzchen. In speziellen Ruheräumen können die Urlauber Energie tanken. Neben Entspannen, Sightseeing und Schlemmen steht Shopping an Bord hoch im Kurs bei den Urlaubern. Sogar Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten. Auf dieser Kreuzfahrt wartet sogar noch ein ganz besonderer Künstler auf Besucher. Ja, moin, moin, mein Name ist Tim Melzer. Ich bin hier zuständig für das Fitnessangebot. Und weil ich das anbiete, wird es nicht stark nachgefragt. Deshalb habe ich umgeschult und ab jetzt bin ich hier der Koch. Ein Kochkurs mit Tim Melzer. Für viele Passagiere ein Highlight der Reise. Und wer nicht selber kochen mag, kann speziell von Tim Melzer kreierte Gerichte in den Restaurants genießen. Heute geht es um das Rinderfilet. Tim Melzer erklärt den Kursteilnehmern seine Philosophie,
Es gäbe keine Rechenformel für das Kochen. Wichtig seien Erfahrung und vor allen Dingen das Bauchgefühl. Warum ist das Rinderfilet so ein kostbares Stück? Das ist ein Stück Fleisch, was kein Mensch braucht, auch keine Kuh braucht, um die zu leben. Das ist der Rücken, sehen wir auf das Rostfilet, das ist der Muskelstrang, der das ganze Tier beisammenhält. Und das Rinderfilet liegt unter diesem Muskelstrang, ein Muskel, der nicht beansprucht. Der Tipp vom Kochprofi, das Fleisch ist an den Stellen besonders zart, wo die Muskeln nicht beansprucht werden. Dass er nicht beansprucht wird, hat auch kaum Geschmack aufgenommen. Es ist okay, es ist nett irgendwie so, aber ich nenne es immer so ein bisschen die Schranke in der Küche, weil du kannst alles damit machen. Auch wenn Starkoch Tim Melzer offenbar kein Filet-Fan ist, den Gästen schmeckt's und das zählt. Der nächste Morgen, Bootsmann Rippel ist schon früh im Einsatz. We are now standing by port side for the pilot. Golden Bridge, you stand by port side for the pilot. Wir haben hier verschiedene Sicherheitsmaßnahmen am Seitgate. Falls der Lotse über Bord geht oder einer von meinen Leuten, ich kann dann sofort den Ring hinterherwerfen mit Licht dran. Also es ist schon relativ sicher hier und das muss auch sein. Der Lotse zum Anlegen im Hafen von Seebrügge wird erwartet. Das Wort Lotse kommt aus dem Englischen von Loadsman und heißt so viel wie Geleitsmann. Lotsen geleiten also ein Schiff in einen oder aus einem Hafen. Und zwar sicher. Das ist ihre Aufgabe. Sie kennen ihre Häfen wie ihre Westentasche und wissen, wo sich die Fahrrinne befindet und wo Untiefen und andere Gefahren im Hafenbecken lauern. Hier vor Seebrügge wird der Lotse mit einem großen Katamaran-Motorboot an Bord gebracht. Auf der Brücke gibt der Lotse Kapitän Becker wertvolle Ratschläge für die Einfahrt in den Hafen von Seebrügge. Das Kommando selbst bleibt natürlich beim Kapitän. Heute ist die Sicht gut und es werden keine Probleme erwartet. Anders sehe es bei dichtem Nebel aus, dann wäre die Crew allein auf die Ortskenntnis des Lotsen angewiesen. Der Rudergänger bedient das Steuerrad, das erstaunlich klein und aus traditionellen Gründen immer noch aus Holz gebaut ist. Auf hoher See dagegen wird das Schiff mit diesem kleinen Joystick gesteuert. Fast eine Stunde lang dauert das Manövrieren der AIDA Prima in die relativ enge Hafeneinfahrt. Höchste Konzentration ist für die gesamte Mannschaft angesagt, auch wenn sie schon zigmal diesen Hafen angelaufen ist. Der Kontrollmonitor zeigt, dass das Anlegen nach Plan verläuft. Die AIDA Prima wird erfolgreich an der Pier vertaut. Pass me.
Im Kochstudio von Tim Melzer ist Kinderkochen angesagt und keiner der Teilnehmer ist älter als 12 Jahre. Es gab zu essen eine Art von selbstgestampften Krautsalat mit knusprigen Hühnchenteilchen und eine Art von Mango-Ketchup. Dann gab es eine selbstgemachte Lasagne und zum Schluss eine Eigenkreation, die sehr kreativ zusammengeführt worden ist, sowas wie ein Apfel-Birnen-Mascarpone-Crumble. Südsee-Stimmung im Beachclub. Die Kreuzfahrer träumen von Palmen, Sonne, Sandstrand. Die Crew hat 500 Rumpunsch und Kai Pirinhas vorbereitet, damit auf hoher See niemand auf dem Trockenen sitzt. Denn mittlerweile hat die Prima von Seebrügge abgelegt und nimmt Kurs auf Rotterdam. Was die Gäste noch nicht wissen, es wird eine stürmische Nacht an Bord und es ist noch überhaupt nicht sicher, ob das Schiff in den Hafen von Rotterdam einlaufen kann. Der Kapitän befiehlt deshalb die Höchstgeschwindigkeit, um früher als geplant anzukommen. Bootsmann Ralf Rippel und sein Team sind seit 4 Uhr morgens im Einsatz. Für einige seiner Mitarbeiter endet hier die Reise. So, today, Rotterdam, very early, wake up call, I know, even for me, yeah. Today it's a farewell from two guys. See you. All the best, thanks for your work, yeah. Okay. And have a nice trip. Yes. Best regards to the Philippines, yeah? Okay. Marciano, all the best, huh? Yeah. Thank you. Yeah, okay. Yeah? Thanks and see you later. Okay, good. Auf einem Schiff, da ist es immer ratsam, mit dem Wetter zu arbeiten, statt gegen das Wetter. Und so war es auch auf unserer Reise nach Rotterdam. Wir hatten kurz vor dem Auslaufen gesehen, dass die Windgeschwindigkeit am nächsten Morgen doch deutlich ansteigen soll. Und so haben wir uns dafür entschieden, ja, die Route ein bisschen zu ändern und schneller zu laufen und so schon ja, kurz nach Mitternacht den Lotsen zu übernehmen. Und als alle Passagiere morgens aufgewacht sind, waren wir bereits am Liegeplatz fest. Das Wetter ist für jedes Schiff auf See von großer Bedeutung. Die AIDA Prima hat eine Seitenfläche von 12.000 Quadratmetern, so groß wie 4 Fußballfelder. Im Vergleich dazu hat die Gorch Fock mit gerade mal 2500 Quadratmetern Segelfläche wenig zu bieten. Wegen ihrer Größe kann die AIDA Prima nicht bei jedem Wetter den Hafen anlaufen. Wichtig ist, dass die Crew bereits im Vorfeld detaillierte Informationen über die Großwetterlagen erhält und ständig die Lage beobachtet. Höchste Zeit, das Schiff im Hafen von Rotterdam durchzuchecken. Zentimeter für Zentimeter überprüfen Arbeiter alle Schiffsöffnungen, denn es könnten sich hier Salz- oder Kalkablagerungen gebildet haben. Diese müssen sofort entfernt werden, damit auf hoher See kein Wasser eindringen kann. In Rotterdam, dem größten Tiefwasserhafen in Europa, wird neuer Proviant geladen. Proviantmeister Peter Schwichtenberg kontrolliert die Lieferung. Ich kriege heute 180 Tonnen Lebensmittel. Davon sind so knapp 100 Tonnen Tiefkühlware, 6 Tonnen frisches Obst und Gemüse. Und der Rest teilt sich auf in Trocken- und Mischgetränke. Das ist unser Convenience-Tiefkühler. Sprich, hier lagert alles, was vorgefertigte Produkte sind. Sprich,
Pommes, Kroketten, jede Menge Eiscreme. Wir haben bis zu 1400 Kinder an Bord die nächsten Reisen. Das heißt, Eiscreme geht ohne Ende. So wie ich hier stehe, sage ich immer, ich halte es eine Viertelstunde aus. Die Kollegen stehen ja aber zum Teil ein bis zwei an einem Verladetag und drei, vier Stunden drin, bei Inventuren dasselbe. Und das bei minus 25 Grad. In Rotterdam kommt nicht nur Proviant an Bord. Hier wird sprichwörtlich Müll rausgebracht. Jeden Tag fallen auf der AIDA Prima mehr als 2 Tonnen Abfall an, der zuvor gesammelt, getrennt und zerkleinert wurde. Für Essensreste gibt es an Bord eine eigene Verwertungsanlage. In jedem Hafen wird die AIDA Prima während der Liegezeiten mit Flüssigerdgas betankt und betrieben. Spezielle Tanklastwagen fahren dafür direkt ans Schiff. Unterdessen prüft Proviantmeister Peter Schwichtenberg die angelieferte Ware. Nicht zu reif, weil sie müssen ja eine Woche halten. Unsere Gäste sollen ja direkt bekommen. Das macht halt eben keinen Sinn, wenn ich jetzt erst noch 3 Tage liegen lassen muss, damit sie nachreifen. Ja, deswegen gucke ich direkt. Wenn ich mit der Qualität unzufrieden bin, gehen sie direkt zum Lieferanten zurück, der dann hoffentlich heute noch für Ersatz sorgt. Ja, ansonsten kriegen wir es gut geschrieben. Wir müssen schauen, dass wir so anders organisieren. So, jetzt gucken wir hier den Anschnitt an, ob der frisch oder dreckig ist. Das sieht gut aus. Ja, dann gucke ich, ob die Blätter schon hängen, aber das ist alles schön knackig. Ja, dann ziehe ich die Kisten, ob die Anzahl stimmt. Gucke mir da runter die Kiste auch nochmal an, lass uns nicht bescheißen. Was ich jetzt mache, ich versuche an die Zitronen ranzukommen, um da mal einen Blick reinzuwerfen, weil gerade Zitrusfrüchte sind immer äußerst anfällig, was Schimmel angeht. Ja, wenn man jetzt hier guckt, die sehen gut aus. Meistens an dem Blütenstand bzw. am Anschnitt, da wo sie gepflückt wurden, schimmelt es immer zuerst. Ja. Aber das sieht gut aus. Wenn es schimmeln würde, würde einem auch dann gleich Geruch in die Nase steigen entsprechend. Ja. Aber das sieht hier alles sehr gut aus. Der Proviantmeister gibt grünes Licht. Die Ware kann verladen werden. Es ist weit nach Mitternacht und die meisten Passagiere haben sich in ihre Kabinen zurückgezogen. Doch auf dem Lanai-Deck bekommt man auch jetzt noch einen Drink. Berauschend auch die Aussicht, die Skyline von Rotterdam bei Nacht. Am nächsten Tag ist die See noch rauer geworden. Für manche Passagiere eine willkommene Abwechslung. Sie genießen das sanfte Auf und Ab. Unter Deck erschwert das den sicheren Abstieg des Lotsen. Heute sind wir einige Leute mehr am Sidegate. Wir haben 2 Praktikanten, die in Zukunft als Nautiker arbeiten werden. Und wir hoffen mal, dass wir denen was zeigen können heute. Das wird heute kein einfaches Manöver. Die Wellen werden immer höher, die Bedingungen immer schlechter, einen Lotsen von Bord gehen zu lassen. Die Crew steht unter Spannung. Ausgerechnet heute hat man nur ein kleines Motorboot geschickt. Mühsam peitscht es durch die Wellen und versucht, an das Kreuzfahrtschiff ranzukommen. Mehrere Anläufe sind dazu notwendig. Auch der Lotse beobachtet skeptisch das Manöver seiner Kollegen. Schließlich entscheidet er sich für den Abstieg.
Doch beim ersten Mal klappt es nicht. Erst nach mehreren Anläufen landet der Lotse sicher im Boot. Die schwankenden Bewegungen des Schiffes sind trotz der Stabilisatoren auch im Beachclub zu spüren. In den Pools haben vor allem die kleinen Besucher mit der Seekrankheit zu kämpfen. Auf dem Oberdeck genießen die Passagiere Wind und Wetter. Hauptsache, die Sonne scheint. 14 Decks tiefer befindet sich der Maschinenraum der AIDA Prima. Der leitende Ingenieur Farshid Kamaya und sein Team überprüfen, ob das Schiff wirklich mit voller Kraft vorausfährt. Der leitende Ingenieur ist zuständig für alle technischen Anlagen des Schiffes. Es fährt mit einer Leistung von knapp 60.000 PS und ist eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe auf dem deutschen Markt. Die dieselelektrische Maschinenanlage ist die erste ihrer Art. Sie hat neben drei konventionellen Dieselmotoren einen kombinierten Diesel- und Gasmotor. Dieser soll bei Flüssiggasbetrieb nahezu rußfrei arbeiten und reduziert somit die Feinstaubbelastung der Luft. Zwar mit wesentlich weniger Pferdestärken, dafür aber sechsmal so schnell, ein Drohnenwettrennen quer durch das Schiff. Der rasante Imagefilm zeigt die AIDA Prima aus einer ganz anderen Perspektive. Die Kreuzfahrt endet so, wie sie begonnen hat, mit Animation. Entertainment Manager Stefan Hartmann und die Crew geben noch einmal alles für einen stimmungsvollen Abschied. Für die 900 Besatzungsmitglieder heißt es, nach der Reise ist vor der Reise. In wenigen Stunden sticht die AIDA Prima mit neuen Passagieren wieder in See.